Grundwerten für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität eben das versucht, was Deutschland auch heute braucht, nämlich sich den Alltagsproblemen zuzuwenden, aber auf der anderen Seite auch klarzumachen, dass mit diesen Grundwerten auch gefragt werden muss, ob das, was wir heute an Gesellschafts-, an Wirtschaftsordnung haben, noch den Menschen zu ihrem eigenen Wohl gerecht wird. Und die Sozialdemokratie war Träger der Denkanstöße, und das wollen wir weiterhin sein. Wir haben eine wichtige Plenarwoche, und deswegen haben wir auch mit der Union heute Morgen verabredet, dass wir wichtige Gesetzentwürfe am Freitag zu behandeln haben. Und das zeigt noch mal, wie ernsthaft und wie konzentriert wir auch weiterhin diesen Koalitionsvertrag bearbeiten werden, mit unseren eigenen Inhalten im Kompromiss natürlich oft auch, aber letztlich, wo wir auch mit erhobenem Haupt sagen können, das erfüllt das, was die Mitglieder uns mit auf den Weg gegeben haben, und sind ja auch viele Menschen dann Mitglied der SPD geworden, um diesen Koalitionsvertrag mit abzustimmen. Und deswegen sage ich, wir haben Sachverstand in der SPD-Bundestagsfraktion. Die Kolleginnen und Kollegen, die uns jetzt eben auch mit Themen in den nächsten Wochen weitertragen werden. Und in diesen Wochen müssen wir, muss ich natürlich auch schauen, welchen Weg wir gehen, um den Fraktionsvorstand, um den Fraktionsvorsitz neu zu besetzen. Wie wir das machen, wie wir uns dabei aufstellen, das ist ein Schwerpunkt. Aber für mich ist genau, und wenn nicht vielleicht sogar wichtiger, mit welchen Themen werden wir auch in der Sommerpause auf unserem Grundsatzprogramm, auf dem Wahlprogramm, aber auch mit dem Koalitionsprogramm alles dafür tun, dass die Sozialdemokraten sichtbar werden für die Menschen in unserem Land. Und deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, in den nächsten Tagen in Ruhe, konzentriert und auch ehrlich zu beraten. Und ich kann heute noch nicht sagen, ob wir das in der letzten Sitzungswoche Ende Juni abschließend tun können oder ob wir uns auch die notwendige Zeit nehmen, über die Sommerpause die Strukturen vorzubereiten, wo wir dann im September in den Sitzungswochen dann auch insgesamt den neuen Fraktionsvorstand wählen. Bei uns waren die beiden von den dreien, die kommissarisch den SPD-Parteivorstand, das Gesicht der SPD sind, Manu Schwesig, Thorsten Schäfer-Gümbel, die uns noch mal aus ihrer Sicht die Diskussion aus den Parteigremien erzählt haben, dass wir eng diese Diskussion auch führen werden, zusammen mit der Fraktion. Und auch da nehmen wir uns die entsprechende Zeit, weil wir eben auch allen Mitgliedern die Chance geben, klar uns zu sagen, in welche Richtung nicht nur wir uns aufstellen, sondern auch wie wir diesen Prozess gehen. Wenn Sie mir das eine Mal eine persönliche Bemerkung erlauben wollen hier, ich weiß, dass natürlich große Erwartungen auch in der Fraktion heute geäußert worden sind. Ich werde das gar nicht alles erfüllen können. Da kann man sich auch nicht einfach darauf vorbereiten. Das habe ich am Sonntag ja auch gemerkt in den Morgenstunden. Aber auf der anderen Seite sage ich auch ganz offen, ich will mir auch treu bleiben in meiner Art und Weise, wie ich Politik verstehe und wie ich sie letztlich auch gelernt habe. Eva Högel hat das Wort für die Sitzungswoche, weil sie muss auch gleich rein. Ja. Aber sie steht Ihnen dann doch für die inhaltlichen Fragen zur Verfügung, wenn das noch gewünscht ist, weil wir wirklich wichtige Gesetzespakete haben. Vielen Dank erstmal für das Interesse. Und ich weiß, so lange darf man hier gar nicht reden. Aber ich glaube, Sie haben es mir jetzt einfach abgenommen und auch erlaubt. Dankeschön. Ich mache es umso kürzer. Es ist, glaube ich, besonders in diesen Tagen und in dieser Sitzungswoche noch wichtig, noch einmal zu betonen, dass diese Koalition arbeits- und handlungsfähig ist. Wir stellen das unter Beweis. Wir wollen am Freitag ein wirklich wichtiges Migrationspaket mit 7 Gesetzen verabschieden hier im Deutschen Bundestag, damit wir auch den Bundesrat noch vor der Sommerpause erreichen und die entsprechenden Gesetze auch schon im Sommer beziehungsweise dann in der nächsten Zeit in Kraft treten können. Das ist ein Paket, was wir jetzt lange und intensiv verhandelt haben in der Koalition und das vor allen Dingen einen Dreiklang hat. Zum
ihrem Inhalt. Einmal das humanitäre Asylrecht, dann eine wirklich intensive Anstrengung bei der Integration und die Kehrseite der Medaille unserer weltoffenen Gesellschaft. Und auch, dass wir Leuten Schutz und Sicherheit geben, ist, dass Menschen auch zurückgeführt werden müssen, die tatsächlich überhaupt kein Bleiberecht hier bei uns haben. Und was für die SPD in diesem Paket ein besonderer Erfolg ist, und das will ich auch herausstreichen, ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir engagieren uns jetzt seit über 20 Jahren dafür, dass wir ein Einwanderungsgesetz bekommen mit klaren Regeln für die legale Migration. Wir wissen, dass wir wirklich einen handfesten Fachkräftemangel haben in allen Teilen Deutschlands, in allen Branchen. Wir brauchen zwischen 200.000 und 500.000 Menschen jedes Jahr als Arbeitskräfte. Und deswegen bringen wir dieses Gesetz jetzt auf den Weg. Und das ist ein riesengroßer Schritt nach vorne für ein geordnetes Migrationsrecht. Und weswegen gleich die Diskussion auch in der Fraktion noch weitergehen wird, es ist natürlich in diesem Paket auch ein Gesetzentwurf, der nicht so einfach für die SPD-Bundestagsfraktion ist, das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz, wo wir auch verschärfte Bedingungen haben bei der Abschiebehaft, beim Ausreisegewahrsam, eben bei der Rückführung von Personen. Für die SPD wäre es am schönsten, alle Menschen würden freiwillig zurückführen, aber das ist nicht die Realität. Und deswegen sagen wir ganz deutlich, es gehört zur Wahrheit dazu, dass Menschen auch zurückgeführt werden müssen. Wir gestalten diese Regeln jetzt praktikabler aus. Wir erleichtern den Behörden auch, die Rückführung durchzuführen. Und wir haben insgesamt ein Paket, das sich sehen lassen kann. Das ist tatsächlich eine große Bandbreite vom Asylbewerberleistungsgesetz bis zum geordneten Rückkehrgesetz. Und ich möchte einen Punkt noch ganz schnell hervorheben, der auch für uns als SPD sehr wichtig war. Das, was immer so unter dem Stichwort Spurwechsel lief, das fassen wir jetzt auch in Gesetzesform, nämlich mit dem Gesetz über die Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung. Wir geben den Menschen hier im Land, die zu uns gekommen sind, eine Chance, Teil unserer Gesellschaft zu werden, einen Arbeitsplatz, einen Ausbildungsplatz einzunehmen, damit nicht die Falschen abgeschoben werden. Und insofern ist das ein gutes Paket, das für die SPD-Bundestagsfraktion sehr wichtig ist. Und ich hoffe sehr, dass es am Freitag mit breiter Mehrheit im Bundestag beschlossen wird. Vielen Dank. Machst du das jetzt? Ich kenne mich wenig aus. Darf ich vielleicht kurz fragen, weil Frau Högel wirklich den Abgeordneten, gibt es Fragen zu den Aspekten, die für Freitag für uns noch mal eine wichtige Rolle spielen? Sieht nicht danach aus. Dann gehen die Fragen an dich und ich gehe wieder rein. Vielen Dank. Ja, ich habe eben nicht ganz richtig mitbekommen. Also entscheidet sich in den nächsten Tagen, ob Sie Ende Juni oder erst im September die neue Fraktionsspitze wählen, wenn Sie das noch mal kurz erklären können. Ja, wir werden uns jetzt die nächsten Tage dafür Zeit nehmen, aber es deutet sich zumindest an, dass wenn wir in Ruhe und konzentriert beraten wollen, und wir haben ja viele in der SPD-Bundestagsfraktion, die daran mitwirken wollen. Wie glauben Sie, ist die Struktur am besten auch für einen neuen Fraktionsvorstand? Wie können wir am besten mit den Arbeitsgruppen zusammenarbeiten? Ist, glaube ich, notwendig, die nächsten Tage sich darauf zu konzentrieren. Aber ich muss auch sagen, es ist auch nur menschlich tragbar, auch für mich, wenn ich jetzt nicht sage, ich habe einen Endpunkt, sondern ich muss jetzt einfach sehen, welche unterschiedlichen auch Meinungen, Hoffnungen und vieles andere auch damit getragen ist. Und deswegen kann ich Ihnen heute nicht sagen, es ist jetzt Ende der nächsten regulären Sitzungswoche. Für mich deutet sich aber an, dass wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger Zeit brauchen. Aber ich informiere Sie darüber gerne bei entsprechender Gelegenheit, wenn ich auch mehr Klarheit habe. Abgezeichnet? Bitte? Haben sich denn heute schon Kandidaturen abgezeichnet und Sie selber auch möglicherweise? Nein, wir reden zurzeit überhaupt nicht über Kandidaturen, sondern wir reden über Themen. Und genau das war auch der Inhalt aller, ich würde jetzt mal sagen, 30 Wortmeldungen der Kolleginnen und Kollegen gewesen, die Themen genannt haben, die zusammen mit dem SPD-Parteivorstand, mit den Gliederungen in der SPD in den nächsten Tagen und Wochen, insbesondere auch in der Sommerpause von Seiten der Sozialdemokraten genannt werden sollen, weil erst daraus gibt es Überzeugungskraft und auch Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das ist letztlich wichtig. Wir haben immer in der Vergangenheit zu viel über Kandidaturen gehört und jetzt machen wir es mal andersrum. Ich weiß gar nicht, ob Frau Hilde Mattheis einfach das Ende ausruft, sondern sie ist Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion. Und auch mir kann sie eine Menge
durch Sachverstand dazu beitragen, wie wir das, was im Koalitionsvertrag verankert haben, auch in den Arbeitsgruppen, in den Gesetzen, in den Anträgen, zusammen mit dem Koalitionspartner auf den Weg bringen. Mir ist das nicht fremd, dass es auch diese Diskussion gibt. Und Sie wissen, dass auch ein Drittel der Mitglieder damals gegen den Koalitionsvertrag gestimmt haben. Aber wir werden jetzt in dieser Woche, und das ist eben auch der Maschinenraum der SPD, die SPD-Bundestagsfraktion, das auf den Weg bringen, was wir an Anträgen und Gesetzentwürfen vorbereitet haben. Und darum geht jetzt auch die Diskussion da drin. Und daran wird sich auch Frau Mattheis auch mit Sicherheit intensiv daran beteiligen. Das, ja, vielen Dank. Alles Gute. Schönen Tag, schönen Abend. Rolf Mützenich haben wir da eben gesehen, den kommissarischen Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Und Eva Högel ist mit ihm zu diesem Pressestatement herausgekommen aus der Fraktionssitzung der SPD-Bundestagsfraktion, die jetzt weitergeht, noch nicht beendet ist, weil es noch